Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Draft-Video. Nachdem wir jetzt eine Woche lang nur Brothers War draften konnten und das Format ja, ich sag mal, zumindest polarisierend ist, haben wir jetzt wieder die Abwechslung, um den Quick Draft New Capenna draften zu können. AKA, wir können mal wieder eine Runde Band spielen. Band habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt und das können wir auf jeden Fall mal hier im Quick Draft austesten. Wir spielen mit Bots. Ja, das ist jetzt zwar ein Limited-Video, aber nichtsdestotrotz will ich euch natürlich weiterhin darauf aufmerksam machen, dass am Wochenende das Community-Turnier ist. Also schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr nämlich einen Link zum Community-Turnier. Wenn ihr Bock auf ein Explorer-Turnier habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mitmacht. Aber jetzt gehen wir erstmal rein und gucken mal, was wir für eine geile Bandbombe aufmachen. Wenn Arena denn auch sagt, wir dürfen. Wir haben aber keine Bandbombe aufgemacht. Was? Was soll ich denn jetzt spielen? Judge. Okay, Structural Assault ist, glaube ich, ziemlich terrible. Ja, genau. Ballroom Brawlers hat mir sehr gut gefallen und ist halt in der, mit der besten Farbkombination. Whack ist aber ein guter Removal-Spell. Girder Goons ist auch ziemlich stark. Also ich schwanke hier zwischen Ballroom Brawlers, weil weiß und relativ powerful. Whack als guter Removal Spell und Girder Goons. Ja, das sind so meine drei Favoriten. Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich nehme einfach mal Indubio pro Removal Spell. Aber Girder Goons sind wirklich stark. Ich nehme mal Whack. Ich nehme mal Whack und glaube, das ist die beste Karte im Pack. Hoffentlich können wir jetzt daran anknüpfen. Okay, also ich sehe hier nicht so. Ich sehe Riveteer Requisitioner, den mag ich. Noch ein Structural Assault, by the way. Riveteer Requisitioner fand ich eigentlich ganz gut und man kann zur Not auch mal ein. Man kann zur Not eben auch mal ein Rakdos Deck draften. Nimble Larcenist ist nicht so ganz so geil, ist viel, viel schlechter als Inspiring Overseer und dafür aber wenigstens schwieriger zu casten. Wir haben Mayhem Patrol, die mag ich sehr gerne, Celestial Regulator und Snooping Newsy. Aber bevor ich in Blau-Schwarz reingehe, tendiere ich tatsächlich eher dazu, irgendwie in in Schwarz-Rot reinzugehen. Und jetzt ist so der Punkt Riveteer Requisitioner oder Mayhem Patrol. Ich nehme mal die Requisitioner. Kann aber falsch sein. Okay, wow. What? Wow. Genau. Okay, Discipline Duelist ist wahrscheinlich mit die beste Uncommon im Set, aber wechsle ich jetzt, also nehme ich jetzt nochmal eine Band Uncommon, während meine ersten beiden Picks rot-schwarz waren? Könnte ich machen, aber will ich glaube ich nicht. Und Deal Gone Bad ist sogar actually playable. Echo Inspector ist auch nicht schlecht, aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt Grixis gehen. Ich nehme mal Deal Gone Bad und hoffe, dass die Bots die Bandsignale wahrnehmen und mich irgendwie in Ruhe lassen. Wow, Rafine's Informant auch nochmal sehr, sehr stark. Maestro Initiate finde ich ehrlich gesagt nicht so verkehrt. Crook Custodian ist okay, aber nicht ganz so gut. Tavern Swindler ist halt egal. Verstehe nicht, warum der eine Uncommon geworden ist oder so. Out of the Way auch ziemlich stark. Aber ich gucke mal, ob ich vielleicht erstmal zweifarbig bleibe und mir dann einen kleinen Splash erlaube oder so. Light 'em Up finde ich okay. Tramway Station ist okay. Sticky Fingers ist okay. Crook Custodian ist okay, aber reizt mich jetzt nicht so mega. Ich nehme mal Light 'em Up. Ja, das Casualty 2 ist halt ein bisschen annoying, aber es geht schon. Okay, Corrupt Court Official, den finde ich relativ nice, aber da ist auch Mayhem Patrol. Mayhem Patrol ist noch ein Ticken besser. Riveteer's Ascendancy, whenever you sacrifice a creature, may... Das ist auch nicht verkehrt. Die könnte man zum Splashen actually nutzen, finde ich. Aber es ist, glaube ich, einfach solide, die passende Kreatur zu nehmen an der Stelle. Rogues Gallery, noch ein Deal Gone Bad, finde ich eigentlich in Ordnung. Damit machen uns jetzt auch, mit der Removal Suite machen uns jetzt auch die Bandspieler nicht mehr so groß Angst, finde ich. Weil Doppel, -3, -3 und einmal -4, -4, da sind die ganzen Shield Counter auch relativ egal. Ich habe hier eine Obscura Storefront, falls ich blau splashen möchte. Ein Big Score, Jackhammer ist nicht spielbar, Midnight Assassin ist nicht spielbar. Also entweder ein potenzieller Blausplash mit der Obscura Storefront oder halt Big Score. Ich nehme mal Big Score. Die ermöglicht halt theoretisch auch ein wow. Okay, Rot-Schwarz scheint offen zu sein. Dig Up the Body ist extrem gut. Fixing ist extrem gut. Ich nehme mal Fixing. Ich habe das Gefühl, dass wir noch so... Man will niemals mehr als einen Dig Up the Body haben, glaube ich. Und ich glaube, eine Tramway Station kriegen wir nicht so wahrscheinlich wie noch ein Dig Up the Body. Halo Scarab, aber ich glaube, wir spielen davon ehrlich gesagt nichts. Genauso wie hiervon vermutlich eher nichts gespielt wird. Tavern Swindler, ja, okay, verstehe ich. Verstehe, warum der noch drin ist, weil er egal ist. Sticky Fingers actually playable.
Midnight Assassin in der größten Not könnte man die spielen, will man aber nicht unbedingt. Okay, wow. Body Dropper, Shakedown Heavy, Mayhem Patrol, Deal Gone Bad, Dusk Mangler in der größten Not auch super strong. Aber ich glaube, ich nehme mir einfach mal den 3-Mana 6-4er, der so richtig kloppen gehen kann. Und hoffe, dass irgendwas tabelt. Und es ist nicht so unwahrscheinlich, weil ich würde tatsächlich mit Kusshand 4 Karten spielen und mit etwas größeren Bauchschmerzen auch noch den Crypt Custodian. Aber ich nehme erstmal Shakedown Heavy. Rare in den eigenen Farben, niemals verkehrt. What? Rouge Skellery, Rob the Archives, Freelance Muscle, das ist ja alles Müll. Okay. Werde ich wahrscheinlich nichts von spielen. Ich nehme mal eine Rogues Gallery. Falls wir noch irgendwie splashen und noch eine tolle Farbe einsammeln, hey, warum nicht? Unlucky Witness ist gut, aber ich glaube, es ist ein Ticken schlechter als Corrupted Court Official. Ja, ich nehme Corrupt Court Official. Der Dagger ist, by the way, auch ein sehr, sehr guter Combat-Trick. Ah, ist doch ein ganz okayes Pack hier, aber ich nehme mal den Two-Drop. Take Your Own Death ist actually auch playable. Graveyard Shift ist okay, wenn wir noch einen Duskmangler einsammeln. Muss ich jetzt aber nicht unbedingt picken. Die einzige Karte, die für uns hier überhaupt von Relevanz ist, ist Fake Your Own Death. Und das halt gut mit Corrupted Court Official zum Beispiel. Ich nehme die mal mit, aber muss sie auch nicht unbedingt main decken. Booster 2 haut mich jetzt nicht so um. Boah, jetzt haben wir hier Body Dropper und Girder Goons. Natürlich. Wieder zwei gute Picks, aber ich nehme mal die Goons. Body Dropper ist stark, aber Girder Goons ist einfach richtig, richtig stark. Noch ein Riveteers Requisitioner Pick 6. Okay, wir sind anscheinend in den richtigen Farben. Da ist der Duskmangler. Ja, ich glaube, den snack ich mir jetzt auch einfach ein. Ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Late Drop. Pyre Sledge Arsonist. Die jetzt Number of Permanents you've sacrificed this turn. Ich meine, wir kriegen einige Treasure Tokens, aber der hat mich nie so wirklich überzeugt. Der sah aus wie ein krasser Build-Around, hat dann aber im Endeffekt nicht wirklich was gemacht. So, und jetzt haben wir tatsächlich drei von den vier Karten, die ich mit Kusshand nehmen würde, wiedergekriegt. Ich glaube aber, dass Doppel-Duskmangler ein bisschen übertrieben ist und ich mir durchaus vorstellen kann, einfach noch einen Two-Drop zu nehmen. Wobei wir haben schon vier. Also wir haben auch schon. Ja, ich nehme mal Body-Dropper. Ja, also, das zeigt mir, dass wir in den richtigen Farben sind und das ist super nice. Und dann können wir in Pack 3 nochmal eine krasse Bombe aufmachen, vielleicht Obnixilis oder so. Unlucky Witness tabled. Würde ich auch spielen. Eine Casualty 1-Karte wäre jetzt noch gut. Ein oder zwei Casualty 1-Karten würde ich auf jeden Fall gerne noch nehmen, damit eben so Karten wie Corrupt Court Official und Unlucky Witness nicht einfach nur dumm herumstehen. Ich habe bisher nur eine Casualty 2-Karte und sonst noch gar kein Casualty. Okay, nochmal Casualty 2, aber das will ich nicht unbedingt spielen. Xandra's Launch. Da ist Dig Up the Body. Da ist Strangle. Oh. Das ist Inspiring Overseer. Splashen wir Inspiring Overseer? Wäre eine Möglichkeit. Boah, das ist aber ein sickes Pack, ey. Land, Exotic Pets ist stark, Inspiring Overseer ist stark. Hier, Echo Inspector, Corrupt Court Official, Dig Up the Body ist stark, Strangle ist stark. Okay, mein eigentlicher Gameplan ist, Strangle zu picken und Dig Up the Body zu tablen. Und ich glaube, das machen wir auch genauso. Noch so ein schöner, kleiner, effizienter Removal. Noch ein Strangle? Ja, dann habe ich aber wirklich genug. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Removal-Spells. Und dann sammeln wir noch Kreaturen ein oder so. Nochmal Girder-Goons, klar, nehme ich gerne mit. Noch ein Inspiring Overseer. Oh mein Gott, ich sehe es jetzt schon kommen. Wir spielen ja Bot-Draft. Ich sehe jetzt schon kommen, dass ich gegen 40 Decks mit 100 Milliarden Girder-Goons spiele. Aber Fatal Grudge ist ganz okay. Ich habe jetzt zwei Girder Goons und Fatal Grudge macht halt sowas wie Unlucky Witness und Corrupt Court Official besser. Und umgeht halt auch Shield Counter. Glaube ich, nehme ich das erste Fatal Grudge über den dritten Girder Goons? Ich glaube schon. Ja. Rogues Gallery, Corrupt Court Official, Broker's Hideout. Alles nicht mehr so spannend für uns. Ich nehme mal die Court Officials. Oh, noch eine Mayhem Patrol und noch eine Tramway Station. Ja, Mayhem Patrol. Wir brauchen leider noch Playables. Girder Goons, okay, haben wir auf jeden Fall noch gut eingesammelt, die Goons. Und noch ein Dagger, ja klar, nehme ich auch noch mit. Und noch das Dig Up the Body getabled. Kaching, genau so wollte ich es haben. Genau so wollte ich es haben. Ich könnte Racer's Ring noch. Nee, kann ich nicht spielen. Na, das ist nicht so gut zum Splashen.
Beziehungsweise, also ich habe gedacht, das ist einfach ein getappter Mountain, den ich opfern kann, um eine Karte zu ziehen, aber dann brauche ich grünes Mana dafür und dann ist wieder nicht so gut, tralala. So. Deck sieht insgesamt ziemlich playable aus, aber wenn die Bots so sind, dass sie Inspiring Overseer nicht picken und wir wieder gegen die Decks spielen, die 40 Inspiring Overseer haben, dann doch nicht playable. Ist mein erster Draft in dem Format jetzt, also Quick Draft Capenna seit keine Ahnung wie lange, dementsprechend kann ich es jetzt auch nicht hundertprozentig sagen. Ist das ein 16-Land-Deck, ist meine Frage. Ich weiß noch nicht, was meine Antwort ist. Also, das ist auf jeden Fall ein gutes Deck. Das kann man nicht anders. Ich glaube, Sticky Fingers brauchen wir nicht unbedingt. Auf der anderen Seite mit Doppel Mana ist das schon ganz nice. Create a Treasure Token. As Mana. Ich glaube, das könnte ein 16-Land-Deck sein, weil schaut mal, wir machen mit Sticky Fingers Treasure. Wir haben hier die beiden, die Treasure machen. Wir ziehen Karten mit den Blitzdingern. Und wir haben halt super viel Two-Drops. Wir haben 2, 4, 6 Two-Drops und einen One-Drop. Ich glaube, das könnte man als 16-Land-Deck deklarieren. Da den Best of One. Dann spielen wir halt einen Mountania weniger. Und jetzt machen wir nochmal kurz die Aufführung, ob es auch kreaturenmäßig genug ist. Wir haben 1, 8, 10, 13, 14 Kreaturen. Hervorragend. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Removal-Spells. Wir haben einmal Card Advantage hier in Form von Dig Up the Body. Also viel, viel mehr kann man von einem Rakdos-Deck nicht erwarten, aber wir können natürlich trotzdem von den Inspiring Overseers überfahren werden. Das sehen wir uns jetzt auf jeden Fall mal in den Matches an. Ja, wir dürfen anfangen. Ich würde sagen, es ist ein Keep. Wir haben Turn 2 Card Official, dann können wir Turn 3 Sticky Fingers da drauf knallen und dann erstmal ein paar Treasure machen. Und wenn wir keine Land Drops hitten, dann hitten wir Treasure Drops. Ist, glaube ich, auch okay. Gegner einfach schon mal entspannt Diamond hier. Wobei ich muss sagen, ich habe auch nicht so viel geladdert in den letzten Tagen. Na, was wird's? Rakish Revelers. Okay, wir spielen gegen Cabarady. Ich habe gar keinen Bock, da jetzt Sticky Fingers drauf zu knallen. Ich weiß nicht, ob es Instant Speed irgendwas gibt, aber vielleicht doch einfach nicht. Mach's einfach. Okay, das ist schon mal gut. Das war nichts Instant Speed. Wir kriegen Treasure. Right. Okay, cool. Oh, hat sich schon mal gelohnt. Wir haben immerhin, wir haben so einen Pseudo-Land-Drop, einen Lotus-Petal gedroppt. Was kann denn da passieren jetzt hier? Gecycelt oder was? Jojo 8 Viola. Also Removal-Spell für Court Official kann es nicht sein. Ah, okay. Die Mask Bandits geben auch noch schwarz. Okay. Shakedown Heavy, das ist eine gute Magic-Karte. Das ist eine gute Magic-Karte. Ich würde mal hier Gas geben. Dann mache ich mal ein Treasure und dann ich glaube, der Shakedown Heavy ist mir einfach zu wack. So. Oder ich hätte einfach Görder gut. Ne, der hat ja Menace. Okay, ja. Ja, Sticky Fingers hat sich jetzt schon ausgezahlt. 16 Land Sticky Fingers, easy. Ja, und Gas geben, ne? Ja, will man halt nicht umbringen, so ein 1-1er, ne? Will man halt einfach nicht umbringen, kann ich schon verstehen. Ah, ich blitze den mal nicht. Mach den mal ganz normal hier. Jetzt, eigentlich hatte ich überlegt, wenn ich zwei Diagon Bad habe, dass ich vielleicht den Gegner mühle. Aber ich glaube, so ist es besser, mich selber zu mühlen, weil ich eben auch noch Dig Up the Body gezogen habe. Tja, ne? Würde sagen. Könnten wir reinblitzen, oder? Könnten wir reinblitzen? Hat der auch Menace? Blitz. Jetzt mal Gas. Pumpt mal den hier. Kann sich überlegen zu jumpen oder nicht. Okay, geht auf 10. Wird create einen Treasure Token. Mit dem Treasure Token strangeln wir den. Der stirbt, wir ziehen eine Karte. Wir haben noch fettes Board. Boah, also ich würde sagen, könnte schlechter sein. Könnte schlechter sein für uns. Läuft ja. Gut, Gegner bleibt auf, oder Gegnerin bleibt auf drei Ländern stehen. Aber Deck sieht auch jetzt nicht so super überragend aus. Also High-Rise, Sawjack, Shakedown Heavy, okay. Shakedown Heavy, okay, aber dann zwei verschiedene von diesen Mana-Dorks hier. Das ist meist schon nicht so gut. Oh, wow. Oh Gott. Premium Removal Spell auf den Dude, der eine Karte zieht. Love it. Ja, ich würde sagen, dann blitzen wir mal hier, oder? Schön mal reingeblitzt für 8. Joa.
Joa, das sieht doch ganz okay aus. Dann kriegen wir einen 2-2er, der ist zwar getappt, kriegen noch so einen Dude, den wir blitzen können. Joa. Okay, vierte Land, jetzt bin ich mal gespannt. Obstinate Barlord. Selbst mit Obstinate Barlord, glaube ich, ist alles relativ egal. Yes, okay. 1-0, das ist ein guter Start. Immer mit einem Sieg starten, dann hat man schon mal ein bisschen. Und schon mal einen Sieg. Ja, die Hand ist nicht unähnlich zu der letzten. Gucken wir mal. Wir haben immerhin drei Two-Drops, die wir casten können. Ich weiß gar nicht, wen ich auf. Wahrscheinlich lege ich die Requisitioner auf 2. Meine, die könnte man auch durchblitzen. Nee, ich glaube. Oh, wow, okay. Jetzt legen wir die auf jeden Fall auf 2. Dann sollte der Gegner oder die Gegnerin einen Blocker legen. Und wir traden und dann haben wir einen Treasure. Dann haben wir Safe Shakedown Heavy Turn 3. Auch wenn wir dafür wieder unseren Treasure opfern müssen. Aber gut, ich meine, mit zwei Ländern kommen wir auch erstmal weiter. Das ist das, was wir halt, wofür uns wir. Ne, haben wir uns gedacht, ja, wenn wir 16 Länder spielen, kann es halt einfach so passieren. Das passiert so. Hit. Oh, was, Junge? Kannst du nicht machen? Block doch. Da musst du eine Karte abschmeißen. Okay, Forest jetzt nicht so die schlimmste Karte. Oh, nice Ramp-Action hier. Nehmen wir mal zwei. Witty Roastmaster. Strangle. Okay, ja gut. Nein, das müssen wir ja so oder so machen. Nicht Strangle. Sticky Fingers, Entschuldigung. Ja, wenn wir keine Länder ziehen, müssen wir uns wieder irgendwie über die Treasure zu helfen wissen. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, als ich gesagt habe, naja, 16 Länder wird schon reichen. Dass wir immer auf 2 stehen bleiben, ist halt nicht geil. Ja, genau. Inspiring Overseer. Wir gehen auf 17. Gegner zieht eine Karte, geht auf 14, hat einen Attack für 5, kann Land antappen. Der Röstmeister bleibt zu Hause. Ah, okay. Okay, ja. Verstehe ich. Fatal Grudge. Mit dem Overseer. Okay, nehmen wir mit. Ja, ich glaube dann. Opfer ich. Sacrifice Non-Land Permanent. Ach so, okay. Gut, ich könnte auch einen Enchantment opfern. Jetzt nicht so mega geil. Junge! Ob du mir mal irgendwann ein Land gibst? Okay. Also ja, 16 Länder, klar, sind nicht so viel, aber in den obersten 13 zwei zu haben, auch nicht so likely. Wäre so cool gewesen, einfach Turn 3 on the play Shakedown Heavy zu legen, aber wir können es Turn 20 immer noch nicht. Ja. Taxkeys. Ziehen wir noch weiter durch. Wir sind die Blitzer, Alter. Oh, hier. Lethal on board. Ich meine, da wird jetzt schon ein Removal-Spell dabei sein, gehe ich mal einfach von aus. zwei Inspiring Overseer. Gegner hat auch einfach super viele Karten gezogen. Kadaya Strongarm. Okay, auf den Flyer, oder? Ja, dann müsste ich jetzt mal einen Deal Gone Bad vielleicht benutzen. Okay. Erstmal Wemsen hier. Okay, dann halt nicht. Aber dann, bevor irgendwas anbrennt, lieber den Inspiring Overseer. Und ich glaube, ich mühle auch den Gegner. War das? Take to the Street, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man diese Karte spielt, aber okay. Kann man machen. So, auf dem Board sind wir auf jeden Fall vorne. 6 zu 9 Leben ist nicht so super gut für uns. Gerade mit einem Roastmaster auf dem Battlefield. Ceremonial Groundbreaker. Der ist nicht so schlimm, oder? Macht der irgendwas? Ja, kannst du halt.
Ich glaube, ist das ein Citizen? Nee. Ich glaube, ich nehme mal nur einen. Hoffentlich. Boah. Mördarsar. Das ist nicht gut für mich. Das war nicht gut. Okay, immerhin Land. Gördergoons und Go. Es besteht die Möglichkeit, dass ich ihn irgendwie random auf 4 bringe und dann über Duskmangler gewinne. Naja, okay. Es besteht auch die Möglichkeit, dass unser Gegner Vivian auf die Hand top deckt. Und dann spielt halt auch alles nichts mehr eine Rolle. Boah, das Spiel gewinnen wir eben nicht. Der Gegner hat einfach nichts, wenn wir einfach ein Land mehr ziehen. Jetzt ziehen wir natürlich alle Länder der Welt. Das bringt mir aber nichts. Coole Sache. Ja. Ja, Vivian macht minus 1, machen 4-4 Reno. Cool. Kann man noch nehmen, oder? Die 4 kann man noch nehmen. Weil mein Plan ist, nächste Runde noch ein Land zu ziehen. Ich lege jetzt drei Kreaturen aufs Board. Nö! Nö, Mann! Ich lege jetzt drei Kreaturen aufs Board. Und hätte dann vielleicht noch ein Damage machen müssen und dann mit einem Land von oben mit Duskmangler gewinnen. Aber so wird glaube ich keiner mehr. Dann mach einfach ein Rhino, oder? Wie willst du denn verlieren gegen Rakdos, wenn du einfach Rhinos produzierst? Wenn man. Jo. Ziemlich verarschen. Willst du mich verarschen? Hast du. Ja, wird schwierig, ey. Plus 1, Draw 4. Ist nicht so schlecht, oder? Ist nicht sogar lethal, wenn alles angreift. Warte mal, 5 muss ich davor setzen. Ne, ich muss 4 davor setzen. Ja, okay. Ist nicht lethal, easy. Ich auf 1. Bin ich tot. Refuse to yield aber auch. Plus 2, plus 7 untappet. Okay. Ja, war ein schwieriges Match, ey. Schade. Hätten wir in Grund und Boden gestampft, wenn wir ein drittes Land ziehen vor Turn 100. Egal. Runde 3, wir fangen an. Wir haben drei Länder auf der Starthand. Okay. Turn 2 den, Turn 3 den, Turn 4 hoffentlich die beiden und dann mal so richtig eskalieren hier. Ja. Jetzt holen wir uns das zurück, was wir gerade an Pech hatten. Gegen Metal Madness hier. Okay. Ein Mirror. Vielleicht 2 Damage? Ja, okay. Man will halt auch nicht eigentlich, man will halt nicht Main Phase unbedingt das machen, um dem Gegner dann auch noch drei ein Treasure zu geben und einen Mana-Vorteil zu geben. Kann ich schon verstehen, dass man hier sagt, nö, warte mal, ich nehme mal lieber drei, bevor du im Early Game super nach vorne kommst. Problem ist, man kommt halt super nach vorne, wenn man so einen Ogre Warrior legt, ne? Der ist schon ziemlich heavy, der Bui. Kriegst es, okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, Solkanar, der Swamp King kommt gleich, aber das ist die falsche Ebene. Das ist die falsche Plains. Grizzly City, okay. Not bad. Not bad. Ich glaube. Ich glaube, ich greife einfach erstmal an für 6. Kannst du dich ja entscheiden, ob ich eine Karte ziehe? Okay, darf ich. Dann legen wir Body Drubber und Corrupted Court Official. Ist ja nicht so, als hätte ich nie noch ein bisschen was. Oh nee, nicht, dass ich. Nein, jetzt nicht den Duskmangler reanimaten, please. Das ist ja so dumm, ey. Syndicate Infiltratore. Okay. Oh, greifen die beiden mal an hier. Man kann sich auch einfach mal entscheiden, 6 zu nehmen. Ich würde gerade sagen, da ist ja nichts dabei.
Ist doch immer falsch, oder? Also ich meine, ich hätte auch einfach, ich kann auch den Dude opfern, oder nicht? Sacrifice another creature. Nee, gains Madness. Ah, nee, ja doch, hätte ich aber trotzdem plus 1 plus 1. Na gut. Egal. So. Jetzt kommt wahrscheinlich einfach der Reanimate-Spell, hundertprozentig. Oder vielleicht nicht. Also wenn jetzt Duskmangler nicht kommt, sind wir, glaube ich, ganz gut aus dem Schneider. Wenn jetzt der Duskmangler kommt, könnte es noch ein Spiel werden. Ansonsten blitze ich einfach die Jungs hier rein und dann ist, glaube ich, gut. Nee. Alter, das ist tatsächlich. Das kann nicht wahr. Oh Mann, ey, wie ich dem Gegner auch noch dabei geholfen habe. Das ist so dumm, ey. Das ist so dumm. Ja, das ist okay. Gegner geht auf 6. Ich equip mal vielleicht hier. Pick das Ding. Sag mal go. Mach einen Blitzer, mach einen Treasure und zieh eine Karte. Dig up the body. Hallöge. Können wir ja gleich wieder reinblitzen. Außer der Gegner reanimated jetzt nochmal in Duskmangler. Das wäre so geil, wenn er einfach selber keine Chance gehabt hätte, das Gerät zu casten und wir dafür gesorgt haben, dass zweimal der Duskmangler auf dem Battlefield liegt. Also wäre irgendwo geil und schrecklich. Sexy. Ja, spiele ich vorher aus. Das ist schon mal eine Karte, die Schkarte. Noch ein Duskmangler. Nee, Land, okay. Naja, gut, Land ist fein. Dann will ich mal für 10 angreifen. Glaube ich, kann Shakedown Heavy. Oh, das ist mein Duskmangler. Oh. Deal gone bad. Ja, dann würde ich den noch einfach mal opfern vorher. Ja, ich hole mir auf jeden Fall alle möglichen Blitzer auf die Hand, weil die einfach schnell Damage machen. Blitzer, Blitzer, Blitzer. Oh, Na, der ist schon cooler. Okay, dann kann ich noch equippen. Nächste Runde kann ich aber auch erstmal einen Duskmangler legen. Ich kann auch. Wenn ich ein Land ziehe, kann ich auch die beiden reinblitzen. Das sollte auch fast lethal sein. Maestro's Ascendancy, was macht das? Ah, bei Sacrificing Creature. Ja, gut, okay, dann ist ja auch egal. Dann blitzen wir jetzt einmal durch. Ach, Quatsch. Das ist ja gar nicht lethal. Naja, okay. Wird schon reichen, denke ich. Wird schon reichen. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, das reicht. Hätte es gereicht, wenn ich. Nee, hätte auch nicht gereicht, wenn ich Duskmangler lege. Hätte ich ein bisschen mehr Mana benutzt, aber. So, was war jetzt los? Whack. Ja. Okay. Ich glaube, die Ascendancies sind bis auf diese Cabaretti Ascendancy und die Broker's Ascendancy. Gut, die Broker's Ascendancy ist halt völlig kaputt. Und die Cabaretti geht, glaube ich, auch. Aber die sind sealed ein bisschen besser. Die sind alle so ein bisschen langsamer eigentlich. Oh, die Hand ist ein bisschen shaky. Mit einem schwarzen Mana sind wir sehr gut aufgestellt. Wir spielen mehr Schwarz als Rot Sources und wir haben erstmal einen Removal-Spell. Also vielleicht okay, vielleicht aber auch nicht okay. Kann halt gut in die Hose gehen. Kann man Mulligan machen. Muss man aber nicht. Hätte man machen sollen vielleicht. Regulator kann zumindest mal gestrangelt. Aber was ist. Oh ne, warte mal. Sticky Fingers, das ist Quatsch. Ja, ist halt ein bisschen schade. Also Mana-Issues jetzt in relativ vielen Spielen. Da kann ich jetzt discarden, ne? Puh. Der gibt mir immerhin noch Value im Graveyard.
Ich glaube, ich habe ja keinen Reanimate drin. Das heißt, Duskmangler bringt jetzt auch nicht so viel. Ja, schade halt, ne? Zwei Länder in den obersten 15 Karten, zwei, kein Swamp in den obersten 11 Karten. Passiert. Gegner muss aber auch discarden hier. Oder macht noch irgendwas in Response zum Discard? Ah, guck mal hier. Riveteer Requisitions. Das ist ja zumindest mal eine Playable. Und wenn das Ding jetzt liegen bleibt, wovon ich mal nicht ausgehe. Ne, Gegner zieht einfach ein Land. Was soll das? Echo Inspector. Ja, den könnten wir voll gut kaputt machen. Wenn wir Mana hätten. So, weißt. Könnte ich jetzt trotzdem kaputt machen, ne? Karte, bla bla bla. Das Ding muss geopfert werden. Land und Body Dropper. Okay. Ja gut, ich meine, irgendwann werden wir einen Swarm ziehen, ne? Ich habe jetzt einfach mal, ich war jetzt einfach mal so absurd in meinen Gedanken, dass ich gedacht habe, irgendwann ziehen wir einen Swamp. Huh? Maybe auch nicht. Ich weiß nicht. Naja, Body Dropper jetzt nicht so tragisch. Gegner zieht einfach Länder. Okay. Vor allen Dingen zwei Farben. Na, der ist gut. Psychic Pickpocket ist gut. Mein Gott, die Karten in Nasorius sind alle so dumm, ne? 5 Mana 3-2er, der einfach was bounced und dabei connived. So, ja. Das war so geil, ey. Das war so ein gut gebalancedes Set. Broker's Charm, okay. Ja, dann bounce mir den. Okay, dann kann ich den jetzt leider nicht ausspielen. Nee, werde ich auch weiterhin nicht ausspielen können. Weil ich einfach dummerweise doch keinen Swamp ziehe. Junge! Ja, so läuft es halt manchmal. So läuft es. Oh boy! Mehr schwarze Karten brauche ich jetzt. Ho! Super lucky! Ich versuch's erstmal mit den GGs. GG ist sogar resolved. Ich gehe mal davon aus, dass da jetzt irgendwie eine Klaustrophobie oder sowas drauf kommt. Irgendeine Form von Removal Spell. Warte mal, ich kann eine Kreatur opfern, oder? Sacrifice a creature. Ja, okay. Wenn ihn resolved, wird da irgendwann. Oh, Exile! Aber ich krieg einen Treasure. Okay, cool. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich kann ja einfach nochmal so Gördergoons machen hier. Ich hab mehr davon. Hast du mehr Buy Your Silence? Ich würde jetzt den Treasure nicht unbedingt für einen Duskmangler aufgeben. Es wäre halt ganz cool, wenn wirklich irgendwie so eine Art Klaustrophobie, also Enchantment Removal kommt. Sowas. Ne? Achso, ich kann ihn immer nicht casten. Ah, warte mal, habe ich hier nur eine? Hm. Das ist ja alles ziemlich wack. Na, ballern. Body Dropper und go. Ich lasse es mal ein bisschen langsamer angehen. Lass es einfach mal ein bisschen langsamer angehen. Legitimate Business Person. Ich bin, also das ist eine sehr geile Karte, Witness Protection. Enchanted creature loses all abilities and is a green and white citizen creature with base power and toughness 1/1 named Legitimate Business Person. Finde ich schon geil, also dass man aus Gördergoons eine Legitimate Business Person macht. Ich wage es zu bezweifeln, dass es richtig ist, aber okay. Ja, gut. Anscheinend ist das mit den Swarms immer noch ein bisschen schwierig, aber ich kann ja mal so ein. Ach, das ist auch irgendwie immer noch nicht gut. Ist irgendwie auch immer noch nicht gut. Ja, komm. Sacrifice a creature. Würde dir mal den opfern. Gegner muss nichts opfern, er muss immer eine Karte abschmeißen und 4 Leben bezahlen. Schon gut. Ich frage mich, was dann noch auf der Hand ist, ehrlich gesagt. Also ich meine, nur Länder können es ja jetzt auch nicht sein. Fenja hat ja auch vorhin einfach gerade zur Handsize discarded, als keine Landdrops da waren. Kann ich 40 Länder in Folge ziehen. Also kann man schon. Kann man schon. Ja, würde ich nicht ausschließen, aber ist schon eher unlikely.
Noch ein Land discarded, ey, abgefahren. Celestial Regulator, ja gut, der macht jetzt nicht so viel. Tappt mir den Dusky Bui. Oh, zweiter Swamp, so lucky. Ah, ich versuch's einfach mal. Ach, grüne Karten wahrscheinlich. Grüne Karten wahrscheinlich. Upsi. I'm sorry, aber dann sind wir lethal. Ja gut, es gibt immer noch die Leute, die schlechter ziehen als man selber. Die sind zwar selten da, aber die gibt's tatsächlich immer mal wieder. Holla die Waldfee, das ist eine sehr, sehr gute Hand. Wenn zwei Mayhem Patrol Turn 3, gegebenenfalls den Trick oder Corrupted Court Official. Oh, schmeckt. Gegner hat sich auch an den Arena Open versucht, glaube ich. Vielleicht hat es ja bei Single Doge 666 geklappt. Bei mir hat es nicht so gut geklappt. Aber Regel Nummer 1 von der Arena Open: Wenn sie schlecht läuft, reden wir nicht drüber. Okay, Mulligan auf 6 ist ja noch aushaltbar. Ist natürlich nicht geil. Okay, Expendable Lackey, der ist okayisch. Land war nicht so bad. Okay, blau-weiß. Kael Surprise. Block ich. Okay. Land erstmal ausgespielt und dann mal geguckt. Schieben wir den hier. Make Disappear könnte sein. Ah, ist ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm. Gegen einen Counterspell zu traden, finde ich gar nicht so schlimm. Majestic Metamorphosis. Okay, ja, dann Attack für 4. Und dann glaube ich, werde ich Gördergoons. Ja, ich glaube, ich werde die mal reinblitzen. Auch schon mal für den Damage, für die Karte mehr. Wir können mehr Gördergoons ziehen. Wir können Duskmangler ziehen. Gegner ist auf 12. Der 2-2er ist auch gut. Wir behalten halt eine Boardpräsenz, machen schon mal Schaden. Whack ist auch super strong. Haben wir gleich zwei Removal-Spells am Start. Hauen für 4. Security Bypass. Okay. Willst du wirklich über Expendable Lackey gewinnen? Mit diesem Crowbar, okay. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber vielleicht. I don't know. Willst du wirklich über Expendable Lackey gewinnen? Dann mal gedaggert hier. Und von mir aus kann der ehrlich gesagt auch weiter angreifen. Mir ist der eine Schaden halt völlig egal. Ich hätte ihn jetzt abstellen können mit Strangle, aber es gibt bestimmt wichtige Kreaturen, die man abstellen muss. Zum Beispiel den. Weiterhin Attack Skis, okay. Ja, den kann ich. Aha, noch ein Expendable. Uiuiuiui. Okay, geht auf 12. Der Incidental Life Gain ist so einfach riesig, ne? Jedes Land, jeder Inspiring Overseer. Ja, Light him up, einfach so. Und nur so zwei Damages. Und dann weiterhin Attack für 5. Gegner ist auf 7, kann sich ein Fisch wiederholen. Wake ist nicht Instant Speed, ne? Wake ist nur günstiger. Wir haben noch zwei Sorcery Speed Removal, ist nicht optimal, aber schon okayisch. Na, greifst du weiterhin an? Vielleicht hätte ich sogar jetzt mal den Expendable Lackey angreifen, kaputt machen müssen. Na, vielleicht auch nicht. Ich meine, solange man Spells abschmeißt, ist ehrlich gesagt okay für mich. Außer es werden jetzt noch mehr Expendable Ne, okay. Wingshield Agent. Ja, das ist, glaube ich, eine Karte, die ist so wack, die muss, glaube ich, weg. Ja. Oh, erste hier. Komm. Kein Bock auf dich. Yep. Ja, ich glaube, ich nutze das Mana auch mal aus. Ich bringe jetzt hier mal den Lackey um. Zwei Fische alleine reichen nicht. Wenn die beiden Fische jetzt wiederkommen, hat der hier Menace und ist Lethal. Dementsprechend kommen mindestens 3 Damage durch. Also on board reichen zwei Fische nicht. Und ich habe sogar theoretisch noch den Blitzer hier. Also das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Sieht unser Gegner genauso.
Ja, ich denke, das kann man ganz gut halten. Ich würde hier mal, glaube ich, einen Keeper dran setzen. Gucken, was Flimsy so zu bieten hat. Maestro Theater, okay. Also eher so im Bereich Grixis unterwegs. Nicht ganz so schlimm. Macht Wack etwas schlechter. Aber es ist immer noch ein theoretisch okayer Removal-Spell. Tenacious Underdog? Okay. Oh, es wird Zeit für die Flutung, Leute. Wir hatten jetzt genug Screw, jetzt darf mal ein bisschen geflattet werden. Tenacious Underdog ist definitiv keine schlechte Magic-Karte. Hätte ich den vielleicht spielen sollen und den dann blitzen? Plasma-Jockey, okay. Okay, Leute, ich glaube, wir stehen gleich 4-2. Ohne irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Das ist ein ziemlich kranker Start. Boah, I don't know. Vielleicht muss ich da auch blocken, aber Tenacious Underdog zu blocken fühlt sich immer falsch an. Aber racen kann ich es eigentlich auch nicht. Vielleicht muss ich nächste Runde einfach wack sein. Mayhem Patrol ungeblitzt, okay. Mayhem Patrol, ja klar. So muss man es machen, Leute. So muss man es machen. Eieieiei. Ich meine, unser Gegner im Moment kein Doppelschwarm. Boah, ey, Tenacious Underdog wack zu machen ist. Ah, das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Überhaupt nicht. So, ich würde 4 nehmen und ich hoffe 5. Ich kann nächste Runde allerdings für 7 kloppen. Angenommen, der Gegner hat nur noch Länder auf der Hand, so wie wir quasi, dann gewinnen wir das Race. Nicht, wenn ich für 7 und für 5 haue. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass unser Gegner auf jeden Fall noch irgendwas Schlimmes hat. Genau, haut auch für 7. Und das ist nächste Runde Lethal. Unabhängig davon, was da sonst noch passiert. Okay. Das heißt, ich muss mindestens 2 Kreaturen zurücklassen. Das ist halt auch so sad. Shakedown Heavy, okay. Und dann greife ich mal an und lasse mal 2 Kreaturen zurück und hoffe einfach, das reicht. Ach nee, warte, wir sind ja auf jeden Fall tot. Ach, ich bin ein dummer Mensch. Ich habe vergessen, dass der Treasure natürlich perfekt ist für Tenacious D. Ja. Ich hätte 3 Kreaturen zurücklassen müssen. Aber die sind halt on Defense auch scheiße. Also. Okay. Okay. Ja, ähnliches Deck wie wir wurden. Waren wir on the play oder on the draw? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren sogar on the play, ne? Waren wir on the play? Naja, auf jeden Fall hätte man das sicherlich ein bisschen vorsichtiger spielen können und eher traden müssen. Das Problem, Mayhem Patrol ist eigentlich keine Karte, die tradet, weil sie einfach 1-2 on Defense ist. Egal. Wir versuchen noch ein paar Wins zu holen. So, auf geht's. Hand ist nicht schlecht. Ich würde wohl einen Removal Spell gegen einen Permanent tauschen, also gegen eine weitere Kreatur. Aber vielleicht macht Riveteer Requisition auch einfach 40 Damage. Ist auch kein Problem. Junge, alle sind bei den Maestros im Theater hier. Oh, Body Dropper. Vielleicht Turn 3 die Requisitioner reinblitzen oder so? Maybe? Unlucky Witness. Unlucky. Aber okay. Ja, ist ein easy trade. Wir sacrifice nicht. Wir ziehen eine Karte, der Gegner Exile 2. Ist okay. Wir kriegen noch einen Treasure. Gegner Exile 2 Länder, was gar nicht so schlecht ist. Wir ziehen auch ein Land. Jo, dann würde ich sagen, setzen wir einfach mal ein bisschen aus. Ich könnte End of Turn mit der Tramway Station eine Karte ziehen.
Gurdic Goons. Vielleicht mache ich das sogar. Vielleicht ziehe ich einfach End of Turn mit der Tramway Station eine Karte. Geiles Turn 4 Play, Leute. Beste Leben. Ja, Autopay. Geil. Geil. Leute, es läuft. Oh Mann, ey. Na gut. Naja, ist schon okay. Selbst wenn wir 4-3 gehen würden, sind wir positiv gegangen. Das wäre auch noch in Ordnung. Aber das Game ist noch nicht vorbei. Wobei unser Gegner noch exakt 7 Handkarten hat, was echt nicht wenig ist. Der stört mich jetzt eher weniger. Außer wenn ich jetzt gleich das Mängler ziehe, dann stört er mich. Aber ansonsten ist mir es egal. Aha. Naja, komm. Ich mühle den Gegner. Eigentlich sollte ich mich mühlen, aber wenn das Spiel länger dauert und ich viel Removal-Spells habe, ist vielleicht sogar besser, den Gegner zu mühlen. Oh, ist okay gewesen auf jeden Fall. Hätte trotzdem auch mich mühlen können, hätte ich schon mal ein Land weg gehabt. Puh, schwierig wird's, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8 Länder noch im Deck. 18 Spells. Ja, das ist einfach zu gut. Alles von ihm zieht halt eine Karte. Es ist einfach zu gut alles. Es ist einfach zu gut. Es blitzt alles rein, es zieht alles Karten. Und wir eher so nicht so im Kartenziehbereich unterwegs. Wir sind eher so im Landbereich unterwegs. Es ist schon übertrieben viel Land, ehrlich gesagt. Zumindest für ein 16-Land-Deck, aber ist passiert. Jetzt wird wieder was reingeblitzt. Ich nehme wieder Schaden, der Gegner zieht wieder eine Karte. Das Spiel kennen wir jetzt. Sorcery Speed Removal gegen Blitz auch nicht so super nice. Oh Gott, die kann ich noch nicht mal removen. Die kann ich noch nicht mal removen. Ich strike mal Sticky Fingers durch. Mal gucken, ob noch irgendwie ein Removal Spell kommt. Jetzt Superman ist hier die Kreatur. So, okay. Dann mal zwei Karten gedrizzelt. Land. Fatal Grudge. Okay, es sollte jetzt keine Kreatur kommen. Kann ich mit Fatal Grudge nochmal aus der Nummer rauskommen? Aber was sind die Odds dafür? Eine Kreatur? Oder eine kleine Kreatur vielleicht? Gördergoons. Die könnte man doch mal reinblitzen. Und dann könnte man mal Fatal Grudgen. Kommen wir nochmal ins Game? Ich glaube nicht. Gegner flasht jetzt einfach eine Kreatur rein. Ich sehe es doch kommen. Oh, come on. Oh boy, das ist so eine Geschichte, die ich nicht mag. Warum hast du uns denn dann gerade nicht gekillt? Huh. Schade, dass das kein Instant ist. Wenn das ein Instant gewesen wäre, hätte alles noch funktioniert. Aber so bin ich einfach tot. Oh, geil, ey. Wir verlieren gegen Luxurious Libation. Boah, das fing so stark an, ey. Und dann leider, hat uns leider das Glück ein bisschen verlassen. Ich fand das Deck sehr stark. Hätte also im Bereich eigentlich von 4 bis 7 Wins alles holen können. Hat jetzt leider nur 4 Wins geholt. Schlussendlich aber mal wieder eine gelungene Abwechslung zu Brothers War, fand ich. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr Streets of Nuke Penna im Flashback findet. Ich weiß ja, dass als die Edition draußen war, war es so ein bisschen, naja, im Endeffekt vielleicht nicht so das optimale Set, aber jetzt, wenn man so ein bisschen wieder Abstand gewonnen hat, kann man es auf jeden Fall ein, zwei Mal zocken. Und deshalb gab es jetzt auch hier den Flashback-Draft Streets of Nuke Penna. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss.